Dass die Roaming-Gebühren im Ausland innerhalb der EU abgeschafft werden, kommt so im Frühjahr 2017, heißt es. Aber man kann natürlich auch jetzt schon ganz besonders gemein sein. Und wenn Sie wissen, dass jemand, den Sie gut kennen, jetzt momentan sich zum Beispiel gerade in weit, weit weg befindet, wie zum Beispiel in Asien, können Sie jetzt anrufen und in ein längeres Gespräch verwickeln. Ich habe hier die Nummer von einer sehr, sehr prominenten Künstlerin. Sekunde. So. Hit Radio Ö3. Nein, wir sind Hit Radio Ö3 und du bist Conchita Wurst. Ach, ihr seid. Ach, verdammt, das habe ich jetzt verwechselt. Man kann schon ein bisschen durcheinander kommen. Herzlich willkommen im Ö3 Wecker, Conchita. Wir telefonen, denn du bist nicht in der Nähe unseres schönen kleinen Landes. Wo bist du gerade? Ich kurse gerade durch Tokio. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es wird noch skurriler. Ich kurve in einem Kimono durch Tokio. Das ist echt skurril. Na gut, dass du ein Kimono trägst, wundert mich jetzt nicht so. Es steht dir sicher großartig. Conchita, wenn du in Österreich oder in Europa auf die Straße gehst, dann erkennt man dich. Wie ist das in Japan? Ich war gerade in einem Schrein und ich wurde erkannt. Wo warst du? Entschuldigung, wo? In einem Schrein? Ein Schrein ist ein Tempel und ja, einige haben mich erkannt, viele Japaner und ich muss auch gestehen, einige englische Touristen. Conchita Wurst erobert Asien. Das ist eine echte Schlagzeile, denn das muss man schon sagen, das ist bis jetzt nicht vielen österreichischen Musikern gelungen. Es ist ganz, ganz surreal, schon allein hier zu sein und dass dann hier jemand auch noch meinen Namen kennt. Und ich hab dann nachfragen lassen, woher sie mich denn kennen. Und sie hat gesagt, von Instagram. Von Instagram? Wie cool ist das? Das ist schon sehr, sehr cool. Herzliche Gratulation. Stars, die international erfolgreich sind, bereiten sich auf Japan oftmals speziell vor. Ja. Als Conchita trittst du natürlich irgendwie vorwiegend doch weiblicher auf, ja, aber irgendwie doch über den Dingen schwebend. Also sozusagen, an welche Traditionen, wenn es so unterschiedliche gibt für Männer wie für Frauen, hält man sich dann? Naja, ich will ja auch niemanden beleidigen oder irgendwie verärgern, indem dass ich mich irgendwie falsch verhalte. Und sie haben mich alle gebeten, die zu sein, die ich bin. Und wenn ich aufs Damenklo gehe, gehe ich aufs Damenklo. Und das fand ich schon sehr erfrischend. Und was hast du jetzt noch vor? Was ist dein Programm? Machst du auch Konzerte oder sind das in erster Linie jetzt Promotion-Auftritte für Fernsehsendungen oder was ist da dein Plan? Es sind in erster Linie Promotion-Auftritte und Interviews und Sendungen und ich freue mich schon auf Freitag, weil da bin ich nämlich in der wohl größten japanischen Musiksendung eingeladen. Die ist ein bisschen, die wetten das, nur ohne Wetten. Das ist schon eine runde Sache. Wahnsinn. Conchita, vielen, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast und wir wünschen dir alles, alles Gute für Japan und viel Spaß dann auch am Freitag. Du wirst es schon meistern. Vielen, vielen Dank. Hab einen wunderschönen Tag. Danke auch. Baba, ciao. Servus. Ciao. Ciao.